Hallo und herzlich willkommen zu dieser heutigen Er- und Du-Legung. Ich freue mich sehr, dass du wieder hier bist. Und ja, wir schauen mal heute rein, was so auf der Seite deines Gegenübers los ist. Wie denkt er gerade über dich? Und ja, gehen wir gleich mal rein. Ich freue mich. So, wir hatten am Mittwoch ja eine sehr interessante Legung, die sehr auf die Körperlichkeit bezogen war. Und ich weiß nicht, ob du diesmal wieder mit in der Reisegruppe bist, wenn diese Kartenlegung von Mittwoch mit dir resoniert hat. Wir haben hier einen Mann liegen. Die männliche Energie ist nach wie vor in der Sehnsucht. Die Sehnsucht ist die erste Karte, die gefallen ist, und es ist auch die einzige Karte, die mit der Mittwochslegung resoniert. Sie sagt, in der Dunkelheit plagt ihn die Einsamkeit. Es wird ihm klar, dass du die Eine bist. Dieser Mensch denkt viel über sich selbst nach. Ich habe ihn hier liegen und er denkt über sein Leben in der Retrospektive nach. Wie ist er dahin gekommen, wo er heute ist? Was vermisst er sehnsüchtig und welche Fehler hat er bereits auf seinem Weg begangen? Nun kann man es ja mal so sehen, dass es keine Fehler vom Universum gibt. Es gibt Lernerfahrungen und dieser Mensch hat aber das Gefühl, dass er auf dem Holzweg war. Vielleicht hat er in seinem Leben schon viele falsche Entscheidungen getroffen oder Entscheidungen getroffen, die er in diesem Moment, jetzt gerade, wenn er abends im Bett liegt und nicht schlafen kann, für falsch hält. Es ist für ihn jetzt an der Zeit, in sich hineinzulauschen und mehr von dem aus sich herauszukitzeln, was wirklich in der Tiefe liegt. Denn jedes Mal, wenn man ein ungutes Gefühl hat, dann kann man es nicht einfach wegschieben oder wegdrücken. Und dieser Mensch hat sich alle Mühe gegeben, nicht tiefer hinzuschauen, aber dann bist du gekommen. Und so versucht er herauszufinden, was hinter all diesen neuen Gefühlen steckt. Dieser jungen und zarten Liebe, die dort existiert. Und er reflektiert über vorherige Beziehungsmuster oder über vorherige Beziehungen. Hoffentlich reflektiert er auch über die Beziehungsmuster. Denn wir haben hier die Karte, dass es durchaus ein Problem gewesen sein kann, dass er ausgenutzt worden ist. Bei einigen wenigen kann es auch sein, dass er ausgenutzt hat. Aber ich sehe hier eher einen Mann, der ausgenutzt worden ist. Warum auch immer, aus welchen Gründen und wobei er ausgenutzt worden ist, das ist natürlich ganz individuell. Dann habe ich hier die Karte der toxischen Beziehung. In der Liebe ist es kein gutes Zeichen, wenn Gefühle durch Angriffslust, Aggressivität und andere negative Einflüsse behaftet sind. Und er fragt sich halt, wie es in der Vergangenheit nur so weit kommen konnte, dass er immer und immer wieder in dieselben Beziehungsproblematiken hereingerutscht ist. Letztendlich weiß er, dass es wichtig ist, nicht an alten Ideen festzuhalten, wie eine Beziehung zu sein hat. Und andererseits haben wir hier eine sehr große Gruppe an Herzensmenschen, die Angst davor haben, dass sie wieder einen Partner haben, der ihnen wie einen Klotz am Bein hängt. Jemand, der sie auf irgendeine Art und Weise ausnutzt und oder behindert in ihrem Leben. Ich sehe hier keinen sehr egoistischen Menschen, sondern einen, der einfach durch seine Lebenserfahrung gewisse Annahmen über das Leben hat. Vielleicht hatte er Partnerinnen, die narzisstisch geprägt waren und ihn dann kontrollieren wollten oder die ihn vorschreiben wollten, wie er zu leben hat. Und so wie es dort gelaufen ist, das empfindet er jetzt in der Tiefe seines Herzens als keine gute Basis für eine Beziehung. Und er macht sich hier Gedanken über die Balance in einer reifen Beziehung. Eine richtig gute Beziehung sollte nämlich Halt und Herausforderung zugleich bieten. Und es kann natürlich immer nicht immer nur harmonisch sein. Auch das ist hier deutlich angezeigt. Aber es ist ihm sehr wichtig, einfach einen wirklich entzückten und freudigen Umgang miteinander zu pflegen. Hier möchte jemand das Glück in einer Verbindung finden und nicht nur eine Verbindung. Dieser Mann ist sehr bewusst in dieser Annahme, dass er nicht nur irgendeine Beziehung sucht, sondern er sucht die Beziehung. Hier sucht jemand eine gute, feste und stabile Beziehung, in der er sich aber auch selber treu bleiben kann
Und das erwartet er auch von einer Partnerin. Auch sie sollte sich selbst treu bleiben. Eine zu enge Verbindung wäre selbst in dieser jungen Liebe für diesen Herzensmenschen hier ein zu großes Warnzeichen. Es könnte so wie eine Art Stoppschild gedeutet werden. Wenn es zu schnell, zu eng geht, würde es ihn einfach an vergangene Themen erinnern. Und er fragt sich selber, inwieweit er bereit ist, sich seine eigenen Fehler einzugestehen, sich nicht länger ausnutzen zu lassen von toxischen Anhaftungen und was das alles mit dir und dem Festhalten zu tun hat. Kann es sein, dass du sehr klammerst? Kann es sein, dass du deinem Herzensmenschen Vorschriften machen möchtest, wie etwas zu sein hat? Und in einem gewissen Rahmen, in einer gewissen Balance gehört das zu einer guten Beziehung dazu vielleicht. Aber frage dich jetzt auch an dieser Stelle selber, ob dein Verhalten gesund ist oder ob du diese junge Liebe gerade im Keim erstickst durch zu viel Input. Wir haben hier die Karte der Befreiung liegen, die sagt, befreie dich aus Abhängigkeiten und komm in deine Stärke und zurück in deine Kraft. Es kann sein, dass für den ein oder anderen Herzensmenschen hier tatsächlich auch noch ein Ex-Partner losgelassen werden muss, der da irgendwie noch im Feld rumschwirrt, sofern das möglich ist. Und dann haben wir hier einen wunderbaren, offenen und wunderschönen Ausgang, denn die Offenheit ist hier ganz am Ende noch einmal gefallen. Wenn da nicht länger jemand, wie ein Klotz am Bein dieses Menschen hängt, ja, wenn er nicht mehr das Gefühl hat, dass eine Beziehung nur aus Festhalten und Vorschriften besteht, wenn dieser Mensch wirklich offen dafür ist, sein Herz und seine Türen zu öffnen, dann ist er auch vollumfänglich bereit, diese Beziehung auszuleben. Nur dieser Mensch macht hier keine halben Sachen. Er kann den Abgrund nicht in zwei Schritten überspringen. Ja? Er muss schon einen beherzten großen Schritt machen und dieser erste große beherzte Schritt ist die Reise nach innen für ihn, um diese junge Liebe als Triebfeder zu benutzen, alte Anhaftungen aufzuspüren und dann loszulassen. Ich habe hier noch die Karten der Göttin der Liebe. Eure Liebe ist göttlich gewollt und beschützt. Zusammengeführt werdet ihr, wenn diese Liebe ohne Erwartungen ist. Und diese Erwartungshaltung kann man natürlich auf beiden Seiten sich ansehen als Thema. Ja? Dann haben wir hier fast zu guter Letzt die Karte der wahren Liebe. Es handelt sich hier um die wahre Liebe. Wenn ihr es geschafft habt, Erwartungen an gewissen Stellen vielleicht herunterzuschrauben, an anderen Stellen hochzusetzen und dann ein liebevolles Miteinander zu finden. Auf dieser Wolke schwebend hier, auf der man hier in der Liebe ist, vielleicht habe ich jetzt als allerletzte Karte, nämlich die Karte des Hubschraubers, und die sagt Folgendes. Plötzlich geht er über seine Grenzen, um auf schnellsten Wege bei dir zu sein. Den Ballast der Vergangenheit bringt er nicht mehr mit. Und das ist das Ende, meine Lieben. Ich hoffe, die Kartenlegung hat euch gefallen und ihr kommt damit gut zurecht und in Resonanz. Und ich wünsche vielen von euch, dass sich hier eine neue, junge, zarte Liebe Schritt für Schritt verfestigen darf, in der beide Partner gleichwertig sich selbst treu bleiben können und trotzdem einen Weg finden, gemeinsam eine Basis für sich zu schaffen, in der sie ihre einzigartige Beziehung ausleben können, die nicht aus Zwang und Verhaltensnormen besteht, sondern wirklich aus dieser tiefen inneren Herzensintimität heraus, wo man weiß, wohin man gehört und warum man etwas tut. So, ihr Lieben, wenn euch die Kartenlegung gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Däumchen nach oben, über Kommentare. Und wer mag, kann auch gerne mal auf meiner Homepage vorbeischauen. Da findest du einen Newsletter, einen Blog und auch meine Angebote. Nun, das findest du alles unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. Falls du Lust hast, ab und zu noch ein extra Video zu schauen, melde dich gerne hier unten bei YouTube im Mitgliederbereich an. Trag dich da ein und dann kannst du meinen Kanal unterstützen, meine Arbeit ein wenig vergüten und erhältst dafür ein wenig extra Content. Genau. So, das war's jetzt aber für heute. Ich wünsche euch einen ganz wunderschönen, harmonischen und grandiosen Start ins Wochenende. Und wenn ich es schaffe, mache ich morgen nochmal eine ausführliche Liebeslegung.
Aber ich verspreche noch nichts, kann sein, dass ich morgen auch keine Zeit habe. Schauen wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns morgen früh beim Tagesorakel wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.